Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Streaming-Tipps für Mittwoch, den 13. September. Wir starten mit einem neuen Blick hinter die Kulissen vom US-Sender UBA. UBA ist natürlich nicht echt, sondern der fiktive Fernsehsender aus der Apple TV Plus Serie The Morning Show, bei dem Jennifer Aniston und Reese Witherspoon alias Alex Levy und Bradley Jackson die Morning Show moderieren. The Morning Show war eine der ersten Serien, die Apple für seinen eigenen Streamingdienst produziert hat. Es geht um Themen wie Me Too, Konkurrenzkampf, Feminismus, Rassismus und die Entertainment-Branche. Staffel 2 endet mit der Corona-Pandemie und einer kranken Alex Levy, die trotzdem vor der Kamera steht. In Staffel 3 scheint die Pandemie nun überstanden. Doch die Zukunft von Alex und Bradley ist unsicher, denn ihr Sender ist pleite und muss möglicherweise verkauft werden. Du brauchst ein Wunder. Ich biete dir eine Rettungsleine. 5, 4, 3. Ehrlich, soll doch alles rauskommen. Die haben mich nicht geschützt. Die haben dich nicht geschützt. Aber ich schon. Es ist an der Zeit, alles kurz und klein zu schlagen. Wir brennen jetzt alles nieder. Ich hoffe nur, das war's wert. Everybody fighting for it. Everybody wants the power. Geld ist allerdings nur ein Problem des Senders. Nach einem organisierten Hackerangriff, bei dem kurzzeitig alles ausgefallen ist, drohen interne Firmengeheimnisse ans Licht zu kommen. Die neuen Folgen The Morning Show gibt's ab heute jeden Mittwoch bei Apple TV Plus. Sophie Passmann und Tommy Schmidt haben eine Gemeinsamkeit. Sie haben beide als Comedy-AutorInnen angefangen, also hinter den Kulissen, und stehen jetzt selbst im Rampenlicht. Und seit heute haben sie noch eine Gemeinsamkeit, nämlich ihre Talkshow Neo Ragazzi. Wir sind schon nicht ganz doof. Also wir im Sinne von Tommy Schmidt und Sophie Passmann. Wir haben nämlich eine Talkshow zusammen jetzt. Wie heißt die nochmal? Neo Ragazzi heißt sie und ich freue mich wirklich sehr. Und wir sind nicht doof, weil wir haben uns für unsere erste Sendung jemanden eingeladen, der eine Moderatorenlegende ist, der uns im Zweifel sagen kann, wenn das gar nicht funktioniert, dann kann der das auch übernehmen. Aber ich würde sogar sagen, wir haben sogar zwei Moderatorenlegenden da. Stimmt. Weil wir haben nicht nur Johannes B. Kerner da, sondern auch Gülşen Kams. Ich habe einfach wirklich Bock. Weltklasse. Ich auch. Puh. Neo Ragazzi, let's go. Neo Ragazzi soll nicht unbedingt das sein, was man sich unter einer Talkshow vorstellt. Es soll nämlich nicht der Talk, sondern der Spaß und das Entertainment im Vordergrund stehen. Dafür gibt's unter anderem auch verschiedene Aktionen und Spiele, in denen sich Sophie und Tommy mit ihren Gästen messen. Neben Johannes B. Kerner und Gülşen Kams stehen unter anderem auch die Influencerin Dagi B., Stern-TV-Moderator Steffen Halaschka und Comedian Annette Frier auf der Gästeliste. Neo Ragazzi könnt ihr heute online first in der ZDF-Mediathek streamen. Auch für unseren dritten Tipp bleiben wir im weitesten Sinne in der Entertainment-Industrie. In der Serie The Other Black Girl geht es um Nella, die in einem Buchverlag arbeitet. Weil sie die einzige afroamerikanische Lektorin ist sie für sämtliche Werke zuständig, die sich mit dem Thema Diversity auseinandersetzen. Als mit Hazel eine zweite schwarze Mitarbeiterin angestellt wird, freut sich Nella am Anfang und sieht in ihr automatisch ein Ally. Doch schon bald macht sich ein ungutes Gefühl bei ihr breit, denn Hazel fällt Nella immer wieder in den Rücken. Something really strange happened. I told you that company was a hellhole. I'd feel sorry for anyone who was unfortunate enough to be in our way. Have you noticed Nella acting weird lately? She just seemed a bit off. This has been driving me crazy. Crazy? 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 Der Konflikt erreicht seinen Höhepunkt, als Nella einen Zettel auf ihrem Schreibtisch findet, auf dem steht, dass sie kündigen soll. Sie ist sich sicher, dass Hazel den Zettel geschrieben hat und will herausfinden, was hinter ihrem seltsamen Verhalten steckt. Die Thriller-Serie The Other Black Girl hat komödiantische Einschläge, ist aber auch mysteriös. Ihr findet sie jetzt bei Disney+.
Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Hört auch gerne morgen wieder rein. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert oder folgt uns bei dem Podcast-Portal eurer Wahl. Und wenn ihr uns dazu auch noch unterstützen wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da. An dieser Folge hat Jonas Nikolik mitgearbeitet. Audioproduktion Stanley Baldauf. Ich bin Anja Bolle. Wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.